Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Stasis. Wir müssen hier diesen Typen irgendwie aufwecken. Und ich muss gerade mal gucken, was ich denn da alles schon gemacht hatte. Es ist wieder ein, zwei Tage her, seit ich aufgenommen habe. Oh, ist das laut, Alter. Mal ein bisschen leiser machen. Ich hoffe, das ist nicht zu leise. So, vielleicht. Okay, Moment, irgendwo hatte ich mir... Genau. Kopf hatten wir... Oberkörper hatten wir, Unterkörper fehlt noch. Das hatten wir, die Beine fehlen noch. Also nur die Beine fehlen noch. Okay, wo kriegen wir die Beine her? Jetzt muss ich gucken, welches hatte ich schon. Ich habe mir meinen neuen Zettel hier hingelegt. Und schauen wir nochmal die Beine hier. Beine, weißt du, das könnte ja sein. Das ist also, das ist glaube ich da, da steht so 2, 1. Dann haben wir N, H, C, 4 und 4 Punkte. So, einmal aufgemalt. Schauen wir mal, ob wir das schon irgendwo haben. So, N, H, C, 4. Genau, das hatten wir, okay. Das hatten wir. Tut mir leid, dass ich jetzt irgendwie so ein bisschen nochmal machen muss. Das war, glaube ich, der Kopf. Genau, den Kopf hatten wir schon. Das war das H3C, N, O, H, N, 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 C, H, 3, O. Nummer 3 mit einer Spritze. Ja, aber das hatten wir auch schon. Genau, das war das. Okay, das war das. Das ist nur ein leerer Stasisbehälter. Da können wir nicht, den können wir nicht angucken. Und hier haben wir noch was. Da haben wir O, O, H, 3, C, S, O, 3, H, N, H mit 3 und 3 Spritzen. Das war das, genau. Das haben wir also auch schon. So, dann hatten wir hier, glaube ich, noch ein PDA, wo noch was draufsteht. Da diesen welchen. Da haben wir noch H0 oder so. CH3 oben, dann darunter N, dann da rechts CH3 und unten CH3. Das ist Nummer, also 5 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5. Und eine Spritze. Beenden. Und ich weiß immer noch nicht, wofür genau wir das jetzt tun. Aber wir werden es erleben. Haben wir, glaube ich, noch nicht. Ne? CH3, CH3, CH3 an den Seiten. Ach, da, aber das haben wir mit dem OH. Und das war 5 Punkte. Was jetzt noch offen wäre, wäre das dritte. Das ist es doch. Genau, eine Spritze. Okay, das haben wir auch. Jetzt fehlt noch eins, und zwar das hier fehlt noch. Das fehlt noch. Da müssen wir gucken, da müssen wir da auch irgendwo noch Infos zu finden. Das kann doch nicht angehen, dass wir da nichts zu finden. Gucken wir mal die PDAs noch an, ob wir da irgendwas dran sehen. Hier steht nichts dran. In diesem PDA da vielleicht. Steht auch nichts dran, schade. An der Rezeption vielleicht? Oder müssen wir den letzten echt erraten? Krankenstationsterminal. Da finden wir auch nichts. Eine Sache fehlt. Wo finden wir die eine Sache? Da kommen wir nicht wieder zurück.
Darunter können wir noch. Vielleicht war da irgendwas. Und ich habe es beim ersten Mal nicht gecheckt, weil ich nicht wusste, worum es ging. Hier ist ja auch noch ein Leichnam. Mit einem PDA. Oder hier an der Sentry Gun vielleicht sogar. Da steht nichts dran. Da steht auch nichts dran. Okay. Eine Sache fehlt noch. Komm rausgeklettert, Johnny Boy. Hier ist Johnny. Irgendwas entgeht uns noch. Irgendein Hinweis. Gibt es noch irgendwo blutverschmierte Raumanzüge? Aber die kann ich ja nicht angrabbeln. Die kann ich mir nur alle angucken. Blut. Haben wir hier noch mehr irgendwo? Organischer Behälter. Der PDA, das Chirurgiepott, Chirurgievorhang. Hä, was habe ich jetzt mitgenommen? Leerer Stasis-Flüssigkeitsbehälter, okay. Damit können wir aber nichts machen, oder? Mit dem Sauerstofftank können wir nichts tun. Okay. Hier war auch nur eine Info drauf. Aber hier ist auch immer nur Text. Es kann also nicht sein, dass hier... Also gehe ich jetzt mal von aus. Analysebericht. Nee, das sagt uns auch gar nichts. Reh, die Krankenschwester. Weil hier sind ja nur reine Textdokumente. Das heißt, wir können da keine Infos finden. Da ich jetzt auch weiter nichts finde hier. Da waren wir ja schon. Ja, dann probieren wir das mit dem zweiten von unten einfach mal ein bisschen aus. Ah, da geht auch nur zwei Spritzen, okay. Oh, jetzt sind wir schon alle durch. Und sie stimmen nicht? Moment. Wir haben hier NHC. Vielleicht hier zwei? Nee. Oder 4. Ich meine, das wäre auch eine 1 gewesen. Also das sind, ich schreibe mir das mal dabei, das sind die Füße. Dann haben wir das mit H3C, N und NCH5. Das ist das hier. 3 und eine Spritze. Dann haben wir das mit den 2O oben, das hier. 3 und 3. Dann haben wir das hier. Das ist das auch. 5 und 1 Spritze. Haben wir am Kopf was falsch gemacht? Nummer 2 und 4 Spritzen. Nummer 2 und 4 Spritzen. 2, 3, 4. Also das sieht ja echt danach gemacht aus, als ob man das ausprobieren kann, weil es hier nur relativ wenige Möglichkeiten gibt. Oh, das ist ja seltsam, dass das jetzt nicht geht. Hab ich da irgendwo verguckt? Vier und vier. Da ist ein 2-1 oder so. Hm.
Ah, das war falsch. Das waren 4. You need to move before you become another dead body. Have some mercy. Mercy? You have no idea how much mercy I have. I've been in hell. Made choices that got people killed. This isn't just about you anymore. I'm sorry. I need you, John. Toter Insasse, das blasse Gesicht ist zu einer grässlichen Grimasse verzerrt. Okay, dann haben wir das Rätsel also noch gelöst. Aber warte mal, wir brauchen doch irgendwie... Was stand da gerade? I'm so, so sorry. Dieser dickflüssige, fiese Sirup ist ein Cocktail aus einem Kryoschutzmittel und einer synthetischen Fruchtwasserflüssigkeit. Soll ich das irgendwie auflesen? Stasisflüssigkeit? Nicht mit John. Nicht mit John benutzen, mit der Flüssigkeit. Aha! Okay, reicht das jetzt schon? Können wir das dann hier irgendwie anschließen jetzt, oder was? Aber warum geht das denn mit dem Sauerstoffzylinder? Den lässt er ja immer fallen. Warum lässt er den immer fallen? Das verstehe ich nicht. Lose Kabel. This isn't going to work. Sauerstoffzylinder mit Kabel umwickelt, okay. Nein, nicht mit John. Mit... Na, wo war der Pixel? John, du musst mal ein Stück weggehen. Wollt ihr mir das sagen, dass das nicht hält? Oder was? Ach, schau an. Immer noch nicht? Warum denn nicht? Jetzt ist doch alles fertig. Ich kann mich auch nicht drauflegen. That's just crazy. Although, no, crazy. Ich kann damit auch nichts mehr tun. Das kann ich mir alles nur noch angucken. Aber es ist doch alles grün jetzt hier. Aber es funktioniert nicht. Warum nicht? Ist nicht richtig eingerichtet oder was der gesagt hat. Aber ich weiß nicht, was das heißt. Ich weiß nicht, was ich da jetzt stattdessen tun soll oder dafür tun soll. Da ist immer noch zu. Kann ich hier irgendwas umstellen? Hm. Was muss ich jetzt tun? Ich müsste mir doch jetzt das Dings da entfernen lassen, oder nicht? Ich kann ja auch hier seinen Körper nicht mitnehmen oder so. Das kann ich mir nur noch mal so angucken. Das hilft mir aber auch nicht viel weiter. Nur Lagerkisten, Lagertanks, rote Lichter, purpurne Blutlachen.
Ich dachte, ich müsste mir jetzt meinen PDT entfernen lassen, oder wie das heißt. Oder PDA. Nee, PDA ist was anderes. PDA sind die Dinger, die hier liegen. Du siehst dich als Arzt in einer Weltraumseifenoper, der den Namen dieser Welt hat. Isabel? Ach, organischer Behälter ist da noch. Proteine und Fette. Okay, organic matter receptacle requires refined biological tissue. Fett. Ja, und wie... Wie veredel ich das? Steht das hier irgendwo? I don't think this will fit. I think that would break. Organic matter receptacle requires refined biological tissue. Wo kriegen wir das jetzt her? Kann man das jetzt irgendwo aufsammeln jetzt? Toter Insasse? Leerer Stasisbehälter? Ich habe doch nichts anderes, lieber John. Ich habe doch nichts. PDA, Blutflecken, Blut, PDA. Wie kriege ich denn da jetzt so ein besonderes, veredeltes Gedönsrad raus? Kann man da auch nichts tun. Nein, du sollst wieder rausgehen, ja. Ich war schon häufiger mal ein bisschen ratlos, aber jetzt bin ich extrem ratlos. Oder kann ich hier das wieder mitnehmen hier? Kann ich das austauschen hier? Huch. I don't think this will fit. Ich hätte gerne jetzt das Dings da wieder, was ich da... Dieses Stück Fleisch da, aber das kann ich nicht nehmen. I don't think that'll work. Hä? Entgeht mir gerade irgendwas völlig? Just break it. No, that won't work. Hä? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich keine Ahnung. This isn't gonna work. These don't go well together. These don't go well together. I can try to make it fit, but it may break. Ich verstehe nicht. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich jetzt irgendwie eine Lösung gucken muss oder mir irgendwo mal Hinweise herholen muss. Aber das werde ich tun, damit wir hier weiterkommen. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Stasis. Macht's gut. Tschüsschen.